Chalcedon. Chalcedon, auch gesprochen Chalcedon, ist ein Mineral, gehört zu der Gruppe der Quarze. Chalcedon wird eingesetzt in der Edelsteintherapie. Chalcedon hat die Farben weiß bis blau, manchmal auch grau. Chalcedon kann durchsichtig sein oder auch durchscheinend. Chalcedon gehört also zu den Quarzen, hat Ähnlichkeiten zu Quarzin und Moganit. Chalcedon wird zugeordnet dem Chakra der Kehle, also Vishuddha Chakra. Chalcedon kann man tragen, wenn man seinen Wasserhaushalt harmonisieren will, wenn man Halsleiden beseitigen will. Chalcedon wird manchmal dem Steinbock, dem Krebs und dem Schützen zugeordnet. Chalcedon ist übrigens benannt nach dem Ort Chalcedon am Bosporus. Und Chalcedon ist auch bekannt für das Konzil von Chalcedon, das 451 im Chalcedon stattgefunden hat, im heutigen Istanbuler Stadtteil. Also Chalcedon ist da, wo heute Istanbul ist. Chalcedon war das vierte der sieben ersten ökumenischen Konzilien der alten Kirche. Das Konzil von Chalcedon führte die Zwei-Naturen-Lehre ein von Jesus Christus. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, setzte sich also durch gegen den Nestorianismus und den Arianismus. Es wurde also gesagt, dass die Dreifaltigkeit wurde dort etabliert. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Das Konzil von Chalcedon führte dann zur Abspaltung der nestorianischen wie auch der orientalisch-orthodoxen Kirchen. Das Konzil von Chalcedon hatte also verschiedene Beschlüsse gefasst. Das Bekannteste ist eben diese Dreifaltigkeit, aber es gab auch noch einige andere. Gut, aber es soll hier jetzt durchaus auch um den Stein Al-Chalcedon gehen. Chalcedon, also ein Edelstein, der blau ist, Kehlchakra harmonisieren kann und insgesamt ein Gefühl von Ruhe und Beständigkeit erzeugen kann.